Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch zwei super easy Hochsteckfrisuren, für die ihr nicht viel braucht und die ihr mit ein paar einfachen Handgriffen zaubern könnt. Für die Frisuren braucht ihr Griffigkeit, Stand und Volumen. Und dafür ist es am besten, wenn die Haare eine leichte Welle haben und nicht ganz, ganz glatt sind. Dafür empfehle ich immer ein Glätteisen, weil ein Lockenstab würde die Haare zu curly machen. Und damit, ich habe es jetzt schon gemacht, ihr braucht auch echt nicht viel, nehme ich mir mal so breite Strähnen, nehme das Glätteisen und mache eine leichte Welle nach außen. Und das mache ich dann quasi mit allen Haaren, sodass ihr eine leichte Welle habt und dadurch auch mehr Griffigkeit bekommt. Dann nehme ich mir mein Haarspray und sprühe das nochmal in den Ansatz. Seiten und auch gerne ein bisschen in die Längen. Kleiner Tipp, ihr könnt es auch über Kopf machen, dann bekommt ihr nochmal extra Volumen. So, und dann geht's auch schon los. Was ihr braucht für die erste Frisur ist verschiedene Arten von Bobbypins oder Haarklemmen. Ich habe jetzt diese zwei. Einmal die ganz enge und einmal diese etwas breiter gefächerten. Je nachdem, es gibt ja auch ein Dunkel. Wenn ihr dunkle Haare habt, ist das empfehlenswert. Und den starten wir jetzt. So, bevor ich jetzt die Bobbypins in meine Haare stecke, nehme ich mir noch einen Kamm und toupiere den Hinterkopf hier oben leicht an. Also ich kämme das zurück und dann nehme ich mir so eine dünne Partie und toupiere das ganz leicht. Die Frisur soll nämlich zum Schluss so ein bisschen Brigitte Bardot angehaucht sein und die hat ja immer so ein bisschen toupierten Hinterkopf gehabt. So, dann könnt ihr es auch nochmal mit Haarspray fixieren, dann hält das auch bombend fest. Und dann lasse ich den vorderen Part aus, greife ganz willkürlich, das ist echt so ganz locker einfach reingegriffen, den hinteren Part und drehe den hinten, ihr nehmt es hoch und legt quasi, ich nehme rechts, weil ich Rechtshänderin bin, den rechten Teil über den linken Part der Haare. Ist wie eine Banane quasi, drehe das ein. Es muss nicht ordentlich sein, das soll ruhig so ein bisschen wild aussehen. Und dann nehme ich die breit gefächerten Haarklemmen und steckt die einmal herum in die Haare. Und ihr seht schon, ich habe jetzt eine einzige Haarklammer genommen und es hält schon relativ gut. Dann gehe ich weiter nach unten, nehme den unteren Part und stecke den auch nochmal fest. So, je nachdem, wie gut eure Haare halten, wie lang eure Haare auch sind, also wenn ihr jetzt sehr, sehr langes Haar habt, dann müsst ihr natürlich ein bisschen mehr wickeln, damit es auch alles untergebracht werden kann. Und genau, hier oben stecke ich auch noch eine rein. So, jetzt habe ich nur noch diesen Bereich hier unten. Ich habe sehr, sehr kurzes Haar im Nackenbereich, weil ich so einen Bob geschnitten habe. Wenn ihr längeres habt, habt ihr das Problem wahrscheinlich nicht. Aber das möchte ich jetzt auch noch hochstecken und dafür nehme ich mir jetzt diese engeren Pins. Damit kann ich nämlich ganz wunderbar die hier hochzwirbeln und einfach feststecken. Das sieht jetzt nicht besonders schön aus, alles hinten, aber das muss auch nicht. Das soll ja so eine easy Frisur sein für den Tag. Die kann ruhig locker sein, die kann ruhig so ein bisschen wilder sein. Das passt alles super. Und jetzt sind wir auch schon hier beim vorderen Bereich angekommen. Ihr seht, das hängt jetzt hier so runter, je nachdem, ob ihr jetzt einen Pony habt oder nicht. Auch mit einem Pony sieht es super aus. Den könnt ihr nämlich so ins Gesicht machen vorne. Und ich möchte jetzt aber hier noch so ein bisschen was hochstecken, damit es nicht so massiv ist. Ich nehme jetzt wieder eine von den anderen Pins und greife mir hier so eine Strähne ganz entspannt und stecke die an der Seite fest. So. Ich klemme auch ganz gerne hier mal ein Stück hinter das Ohr und hole mir dann noch so ein paar Haare vom Ohr hervor. Und das gleiche kann ich mit der anderen Seite machen. Da gehe ich auch hier, nehme ich mir einfach so eine Strähne und klemme mir das Ganze in die Haare. So, und dann fummel ich noch ein bisschen rum, so wie es mir gefällt. Mein Pony hier ein bisschen raus. Das kann man mit einem Seitenscheitel tragen, könnt ihr mit einem Mittelscheitel tragen. Ihr könnt es auch ganz hinter die Ohren wegstecken. Ich mag es gern so ein bisschen ins Gesicht. So, und dann kommt nochmal mein Haarspray zum Einsatz. Ich fixiere das Ganze nochmal. Dann könnt ihr auch den Ansatz nochmal so ein bisschen aufpuffen, sage ich mal. Einmal rüber, ganz grob und
Voila, das ist es. Weiter geht's mit der zweiten Frisur. Dafür braucht ihr als allererstes ein Zopfgummi. Bei meiner Haarlänge nehme ich mir immer hier so ein ganz, ganz dünnes, transparentes. Ich nehme gerne zwei, weil ich sehr dickes Haar habe. Wenn ihr super langes, sehr dickes Haar habt, braucht ihr ein bisschen robusteres Zopfgummi, also ein etwas dickeres. Das sieht man letztendlich eh nicht mehr, wenn wir fertig sind. So, und wir machen jetzt einen Zopf am Oberkopf, direkt oben drauf quasi. Und dafür müsst ihr alle Haare zurücknehmen. Ich gehe ganz gerne über Kopf, weil es dann einfacher für mich ist, alle Haare zu greifen bei meiner Haarlänge. So, dann komme ich nach oben. Ich habe jetzt so ein bisschen mit den Fingern hochgekämmt. Ihr seht schon, bei meiner Haarlänge hängt hier unten wieder was raus, aber das stecken wir einfach gleich wieder fest. Jetzt nehme ich mir mein Haarspray und fixiere das Ganze vorne ein bisschen. Ich habe das jetzt wieder so ein bisschen messy. Ihr könnt das Ganze aber auch ein bisschen strenger machen, indem ihr einfach einen Kamm nehmt und das Ganze kämmt. So, dann nehme ich meine Zopfgummis und mache mir hier oben einfach einen ganz normalen Zopf. Den ziehe ich mir dann so ein bisschen auseinander. Sieht mal ein bisschen lustig aus, wie so ein kleiner Teletubby. So, und dann, ich mag das, wenn es so ein bisschen locker hier vorne ist. Nehme gerne so ein paar Strähnen dann raus, vor allen Dingen hier vor den Ohren. Und jetzt kümmere ich mich erstmal hier drum. Wenn ihr langes habt, habt ihr das Problem wieder nicht. Ich habe sehr kurzes Haar und ich nehme mir das Ganze und drehe mir das wieder ein und stecke das mit meinen Klammern fest. Auch das sieht von hinten wieder nicht wie ein wunderschönes Kunstwerk aus, aber es ist mir in dem Moment egal, um ehrlich zu sein. Ich möchte ja einfach nur eine ganz lockere Frisur für den Alltag haben. Ich habe jetzt auch leider keinen Spiegel hier hinten. Zu Hause gucke ich dann immer noch mal mit so einem kleinen Handspiegel, könnt ihr gucken, ob euch das gefällt oder nicht. So. Ich stecke das jetzt so fest, wie ich das jetzt hier sehen kann. Ganz unten wieder die kleinen Härchen fixiere ich wieder mit den anderen engeren Spangen. Und gebe ein bisschen Haarspray drauf, dann hält das auch nochmal besser. So, wir sind jetzt aber noch nicht fertig. Wenn ihr sehr dünnes Haar habt oder eher feines Haar, dann könnt ihr nochmal so einen Kamm nehmen oder einen Toupierkamm und könnt es so ein bisschen antupieren, damit ihr mehr Masse habt an Haaren. So, dann nehme ich mir wieder so ein Zopfgummi. Jetzt in dem Fall bräuchtet ihr so ein dünnes Zopfgummi, weil man es nicht sehen soll. Und wickel das einfach einmal, ne, ihr seht, ich nehme das von oben, gehe einmal runter und lasse es los. Dann habt ihr hier so einen kleinen Dutt und den könnt ihr jetzt noch mal so ein bisschen variieren. Ich pushe den immer so ein bisschen auf und dann stehen meistens die Seiten hier so raus und die fixiere ich noch mal am Kopf. Ist egal, welche Spange ihr da nehmt, die, die euch besser in der Hand liegen, sage ich mal. So. Hinten auch noch mal. Das ist jetzt wirklich sehr wild. Ihr könnt das Ganze aber auch glatter gestalten, indem es einfach runterkämmt. Ich mag das aber gerne, wenn das so ein bisschen wuschig ist. Dann könnt ihr gucken, ob ihr es hier eher streng haben möchtet oder ein bisschen aufgelockert. Dann zieht ihr einfach ganz leicht da dran. Das ist auch ganz, ganz easy. Und das ist schon fertig. Ihr könnt noch ein paar schöne große Ohrringe jetzt reinmachen. Das sieht auch super toll dazu aus. Oder einen schönen Lippenstift. Auch mit Pony funktioniert das Ganze. Wenn ihr jetzt denkt, ah Mist, ich habe so einen kurzen Pony. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Pony tragen. Ihr könnt allgemein hier vorne einen Pony rauslassen, einen längeren. Also auch da habt ihr wieder Spielraum. Aber das ist jetzt so meine easy Frisur, wenn meine Haare Katastrophe am Tag aussehen und ich irgendwas brauche, damit ich aus dem Haus gehen kann. Ja,
ich hoffe, meine zwei schnellen Alltagsfrisuren haben euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann!